Herzlich willkommen bei Mut an der Hand, dem Mutmacher-Podcast von und mit Nadja Neumann. Schön, dass du zuhörst. Du möchtest etwas verändern und weißt nicht wie? Dann höre jetzt genau zu. In diesem Podcast spricht Nadja mit interessanten Menschen, die genügend Mut an der Hand haben, ihr Leben zu verändern und außergewöhnliche Dinge zu tun. Du kannst das auch. Liebe Nadja, wer darf dir denn heute eine spannende Geschichte erzählen? Und heute habe ich die liebe Laurin bei mir im Podcast. Herzlich willkommen! Hallo liebe Nadja, vielen Dank für deine Einladung. Ja, es ist so schön. Wir kichern schon die ganze Zeit. Ich finde es gut. Ja, umso schöner. Ja. Wahrscheinlich eine Folge rein über Lachen, ne? Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht kannst du kurz erzählen, ein bisschen was von dir, also außer, dass du sehr viel lachst und was ja auch wunderschön ist. Wer du bist, was du so tust, für diejenigen, die dich noch nicht kennen. Ja, danke, Nadja. Also ich bin Laurin, ich bin noch 43. Ja. Wohne in dem schönen Pfälzerwald in Kaiserslautern und bin noch hauptberuflich Friseurmeisterin, auch aus Liebe. Aber baue mir gerade nebenbei mein zweites Standbein auf und lebe da voll auf. Also das ist so ein Ding, wo ich sage, ich glaube, sowas habe ich mein Leben lang gesucht. Genau sowas wollen wir doch alle. Genau. Ja, du kannst ja gerne mal erzählen. Also Friseurmeisterin bist du auch, ne? Also, genau, ich bin Friseurmeister, bin jetzt 18 Jahre selbstständig. Wow. Also ich war mitunter eine von den jüngsten Friseurmeistern in Hessen und habe mich eigentlich sofort entschieden, dann eine Selbstständigkeit zu starten. würde ich heute so nicht mehr machen, aber... Ja, man lernt dazu. Ne? Ja, nichtsdestotrotz macht mir mein Beruf doch schon wieder Spaß. Ja, ja. Es ist einfach immer toll, mit Menschen zu arbeiten, Menschen zu verschönern, die Gespräche mit Menschen, ne? Also wenn man da auch eine gewisse Art und Weise entwickelt, wir kommen ja beide so ziemlich aus der Entwicklungsmaschine, dann wird es halt immer interessanter und das ist so im Moment noch mein Hauptjob und nebenbei, ja, ist mein Network und da habe ich einfach ganz viele Herzensmenschen kennengelernt. Also da hat sich jetzt in dem Jahr so viel verändert und wir sprechen ja über Veränderungen. Ja! Ja, wo ich einfach gemerkt habe, dass ich genau auf dem richtigen Weg bin mit den Menschen, die ich wirklich schon so ein Leben lang gesucht habe. Ne? Das ist eine ganz tolle Reise. Wie schön. So romantisch. Naja, Kerzen sind nicht da. Nee. Wenn wir mal drüber reden. Man handelt auch nicht um Kerzen, um Gottes Willen. Ja, stimmt, das gibt's ja auch. Ja, genau wie hier. Also es hat nichts mit Duft zu tun. Welchen Candlelight. Aber es ist romantisch, mit Menschen zu sein. Also, es muss ja, ne? Ja, auf vielen Ebenen kannst du da ja deine Leidenschaft mit, ob es mit unterhalten, mit Menschen verschönern, auch von innen verschönern halt, ne? Jetzt. Genau. Also, das ist ja großartig. Und mir kommt direkt der Gedanke, dass du ja dich selbstständig gemacht hast, also vor 18 Jahren und auch da schon gehört ja Mut dazu. Und mich würde natürlich interessieren auch, was war das für dich, also dieser Mut? Kannst du das irgendwie nachvollziehen noch, was das war, dass du gesagt hast, so jetzt aber richtig? Ja, also tendenziell, ich muss da, glaube ich, eine kleine Story erzählen. Als ich auf der Meisterschule war, war ich ja weg von zu Hause, also weg von meinem damaligen Partner. Und wir haben immer gesagt, wenn wir die Meisterprüfung nicht bestehen, also der ganze Kurs, dann gehen wir zu Aldi, ne? Ja. Und letztendlich, ich habe es bestanden, ich habe sogar sehr gut bestanden. Und dann hatte ich gedacht, ich gehe als Fachtrainer in L'Oréal oder so, ne, in verschiedenen Firmen. Jedoch hat das Schicksal hat mir eine Aufgabe gegeben und zwar war mein Papa zu dieser Zeit schon im Pflegeheim mit Alzheimer und ich habe da recht früh die Betreuung übernommen und war da natürlich auch zu 100% verantwortlich für meinen Daddy und dann blieb eigentlich nur noch Selbstständigkeit, weil als Meister zu arbeiten, das ist schwierig.
Ja, glaube ich. Genau, und dann dachte ich, ja komm, das machst du, jeder, ne, kennst du ja bestimmt, wenn so, das, du kannst das nicht und das wird nichts und hör auf damit. Der Einzige, der was Positives gesagt hat, war meine damalige Chefin, die sagte nur, Laurin, tu mir einen Gefallen und geh ganz weit weg. Wow. Ja, sie meinte das aber aus dem Grund, da ich so viele Kunden bei ihr hatte, ne, und sie hat Ja. ein bisschen Angst, aber war ein ganz toller Mensch und ja, dann habe ich meinen Salon eröffnet und ganz ehrlich, Nadja, so im Nachgang, ich habe da gar nicht viel drüber nachgedacht. Ich wollte es einfach. Und wenn der Wille da ist, dann hört man auch nicht auf dies und auf jenen. Ja, genau. Dann kommen ja immer so die Pro und Kontras und meistens mehr Kontras wie Pros. Ja. Jeder hat so seine Erfahrung gemacht mit allem. Aber ich habe das gemacht und bin heute dankbar drum, gerade weil ich so jung war, die Erfahrung machen zu dürfen. Bin auch dankbar drum, dass es mich immer noch gibt, gerade nach Corona, was da auch Ja, so ein auf jeden Thema war. Fall. Letztendlich war früher so mein Denken, ich kann nichts anderes außer Haare. Also kennst du das? Wenn du mich vor 3 oder 4 Jahren gefragt hättest, Lauren, was kannst du noch, hätte ich gesagt, nichts, nichts außer Haare. Heute weiß ich durch den Glauben und die Veränderung, dass ich viel, viel mehr kann, aber auch ganz oft aus der Komfortzone raus muss. Ne? Die haben wir ja auch. Definitiv eine schön muckelige Naja, Komfortzone, du. mein kleiner Horst hat da wirklich schon mittlerweile sehr viel Bocksprünge erleben müssen im letzten Jahr. Ja. Aber das ist auch das Coole, weil du hast ein Wachstum. Von daher, ich glaube, das war früher schon so. Ich wollte immer raus aus dem Denken der anderen. Ne? Also ich wollte auch immer irgendwie jemandem was beweisen. Das ist nicht das beste Motiv, muss ich heute wirklich sagen. Aber nichtsdestotrotz habe ich einfach gemacht und immer mit dem Kopf durch die Wand. Also auch häufiger mal Kopfschmerzen gehabt. Gelegentlich. Ja, aber ich finde es ja so interessant, weil man die Erfahrung ja machen muss, soll, ne, um das zu erfahren Genau. und auch zu merken, okay, vielleicht nicht immer so sinnvoll. Ja, ich sag's mal so, Nadja. Also alles, was mir seit dieser Zeit passiert ist, hatte ja einen Grund. Ne? Also man hat ja immer so ein Learning und das sieht man ganz oft erst im Nachgang. Und wie gesagt, das mit der Selbstständigkeit, mein Papa war wie gesagt schon im Pflegeheim, das war. Ja, jetzt sind es, glaube ich, auch schon 14 Jahre, nee, 18 Jahre, wo wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, weil das war kurz nach der Eröffnung, wo wir das letzte Mal sprechen konnte. Und du machst ein Geschäft auf, du hast Visionen, du hast Ziele, ne? Du hast Ideen, du sprühst und die Energie. Und dann kommt Schicksal. Dann sagt Schicksal, ne? Nö. Wobei das Schicksal auch da mir einen Streich gespielt hat, aber einen positiven, denn ich hätte nie ein Kind bekommen. Hätte ich ein Kind geplant, hätte ich nie ein Kind bekommen, weil ich immer gesagt habe, Fokus Karriere, ne? Ist man ja so gerade mit Selbstständigkeit programmiert. Und dann sagt das Schicksal so, und jetzt bist du schwanger. Wow, guck mal an, Ja, ne? Ja. und das ist heute das Beste, was mir passiert ist. Das heute ist 17 Jahre alt. Ja. Aber das Wahnsinn, hätte ne? ich, das, wenn du nach Planung und Mut und ne, Ja, ähnliches, ja. das war für mich so Mut und ein Kind war für mich immer so, das kann ich nicht, das Ja. funktioniert nicht. Und Ja. da hat Schicksal gesagt, das machst du jetzt einfach, ne? Diese Erfahrung darfst du auch du machen. Genau, und so ist es alles stets und ständig gewachsen und ja. Wow. Ja. Und trotzdem ist ja irgendwie ein, ja, ich weiß nicht, ob das bei dir ist, aber das kannst du mal hinterfragen. Ist es das ein Urvertrauen bei dir, in dir? Nee, Nee? also ich kann dir definitiv beantworten, so rückblickend meine Vergangenheit schon als Kind, da hatte ich kein Urvertrauen. Guck mal an. Es gab viele Situationen, die wirklich nie leicht waren. Es gab sehr viele Situationen, in denen ich mich ganz oft in Frage gestellt habe und auch in die Wertigkeit gestellt habe. Ne? Das ist ja auch so ein Thema, wie sieht man sich selbst, ne? Dieser Selbstwert. Und nee, Urvertrauen war es nicht. Ich glaube, das war einfach so, das ist jetzt so, ich muss das annehmen. So war es auch mit der Schwangerschaft. Für mich war gleich, nehme das Kind an. Ne? Also gab es gar kein Wenn und Aber. Und es wird
schon gut gehen. Wenn ich mich heute mit meinem Sohn unterhalte, der jetzt wirklich sehr stark pubertierend ist, aber ein geiler Mensch und mein Herzmensch ist, habe ich vieles richtig gemacht. Und von daher habe ich zum Elias eigentlich auch das erste Mal so richtig zu 100% vertraut, weil es war ja mein Mike. Ja, also verstehst du, was ich meine? Ja, voll. Genau. Und Elias hat mir wirklich für alles, was dann in den 17 Jahren jetzt war, immer wieder die Kraft gegeben. Und vor allen Dingen habe ich durch ihn nie aufgegeben, weil das war auch oft ein Punkt. Ich meine, wir haben uns ja kennengelernt in Köln, wir zwei, und hatten ja so ziemlich das gleiche Thema. Und da ist Aufgeben manchmal so ein bisschen, ist man näher dran, ne? Da kommt wieder Horst und sagt, hey, bleib in deiner Komfortzone, aufgeben kann ganz cool sein. Nee. Elias hat immer wieder gesagt, nee, Mama, ne? Also selbst imaginär, Mama, du schaffst das. Wow, wie schön. Ja. Ja, und ich glaube auch, dass wenn wir es selbst nicht können aus uns heraus, ist es immer gut, so jemanden wie deinen Sohn oder eben Partner oder was auch immer, Freunde an der Seite zu haben, die dann sagen, stopp, Mama, das schaffst du oder ne, du, Doreen, du schaffst das. Und weil sie mehr sehen, also als wir selbst manchmal, ne? Genau. Und das ist gerade so die Erfahrung, die hatte ich jetzt am Samstag gemacht, weil du das Meersehen gerade so erwähnst. Da wurde mir gesagt von einem sehr wichtigen Mensch, mit dem ich jetzt zusammenarbeiten darf. Und wir haben mal so ein Spiel gespielt, wo wir auf den Rücken schreiben mussten, was der andere für tolle Eigenschaften hatte. Ich habe da gerade noch den Zettel. Und das Erste, was er schrieb, war empathisch. Er war der Erste, der schrieb. Und er sagte, Laurin, wann glaubst du eigentlich an dich selbst? Wir alle tun es doch. Das sind so Dinge, ne, wie du sagst, dieser Glaube an einem selbst. Aber es wächst. Ja, auf jeden Fall. Also die Entwicklung, glaube ich, die kannst du ja jetzt rückblickend sehen, ne? Also was sich alles schon bewegt und verändert hat, das ist ja der definitiv. Knaller. Definitiv. Und auch dieses Urvertrauen, glaube ich, ist jetzt dann dadurch ja gekommen, oder es kommt immer stetig mehr, dadurch, dass du weißt, okay, all das, was ich erfahren habe an Erfahrungen und Schicksalsschlägen, hat mich ja zu diesem Menschen und an diesen Punkt gebracht, wo du jetzt bist, ne? Sieht's aus. Ganz Ja, genau. und das ist ja toll. Deshalb ist jeder Schicksalsschlag, wenn er noch im ersten Moment so extrem hart ist, aber es ist immer wieder eine Chance, ne? Also dich zu hinterfragen, dich zu reflektieren und ja, zu sehen, was du aus dir entwickeln kannst, ne? Das ist, ich weiß nicht. Also wenn ich jetzt als mal durch die Stadt gehe oder so durch die Stadt fahre, und dann habe ich ganz oft das Gefühl, es ist so ein Blick von Walking Dead. Es laufen so viele Hüllen hier rum und so traurige Menschen. Und ich würde es ihnen einfach wünschen, ich würde mir eigentlich wünschen, dass viele Menschen erkennen dürfen und erleben dürfen, wie schön es ist, dass auch wirklich negative Dinge dein Leben maximal positiv beeinflussen können. Ja, also ich glaube, dass, weil das auch dieses Gefühl kommt bei mir jetzt gerade an, dass dieses Gefühl von Erleichterung, ich finde dieses Entspannen, das ist doch voll entspannend, wenn man das annimmt. Weil alles ist gut, also alles hat seine Richtigkeit, alles darf sein. Und dadurch kannst du ja auch, wenn es scheiße ist und Dinge passieren, die nicht schön sind, eben mit zu wissen, okay, ich atme tief ein und es geht bald wieder weg. Also, und dadurch kann man ja trotzdem Leichtigkeit erfahren, ne? In anderen Momenten wieder. Ja, definitiv, Ja, und. definitiv. Ja, voll spannend. Und ich glaube, weiß ich nicht, wie ist das, meinst du dadurch, oder dass diese Menschen, die das jetzt noch sind, wie die, weil es kann ja sein, dass der ein oder andere doch über diesen Podcast stolpert gerade und merkt, okay, vielleicht sehe ich da irgendwas noch nicht. Vielleicht hast du irgendwie den Impuls, was du mitgeben kannst, um da rauszukommen aus diesem, ja, aus Hamsterrad oder aus diesem Zombie. Halten, ne? Ja, aus dem Negativen oder aus dem, ja, Ja. aus dem Gefangensein. Ja, ein Impuls. Also bei mir war es tatsächlich irgendwann der Impuls, der war vor 3 Jahren so richtig. Also ich hatte es ja oft, dass das Schicksal nicht so lieb war. Aber nichtsdestotrotz, ich weiß, du bist ja Clownin, ne? Du
bist ja Clown, ich finde das mega spannend. Und du bist ein positiver Clown. Du gibst ja Menschen wirklich eine positive Energie in deinem Job. Und bei mir war es immer so, ich war ein Clown, ich habe mich morgens geschminkt für meine Arbeit, meine Maske aufgesetzt und abends abgeschminkt und dann war ich selbst. Und Ja. ich würde jedem einfach den Impuls geben und mal zu warten und anzunehmen, ganz, ganz wichtig anzunehmen, gewisse Dinge loslassen. Das ist auch immer so ein Thema, dieses Loslassen können und auf jeden Fall sich ganz viel mit positivem ja, Manifestieren und Mindset, ne? Podcasts auf jeden Fall, dann wie zum Beispiel deiner mit Mut anhören. Dann halt auch generell mal so ein YouTube-Video, ne? Du kennst sie ja, Turbo Ja. Perfekt, Dennis Schanweber, also Es gibt so viele interessante und tolle Menschen, die da schon Impulse geben können. Genau, und man muss ja da noch nicht mal Geld investieren. Das Einzige, was man investiert, ist Zeit in sich selbst. Und ich glaube, das ist der Impuls, das ist das Passende, Nadja, Zeit in sich selbst. Zeit für dich, ja, zu dir und einfach mal zu gucken, was da draus resultiert. So war es ja bei mir auch, ne? Ich habe einfach geschaut, was hält das Leben offen und so sind ja so viele Dinge entstanden, ob das unser Kontakt war, ne? Sascha und Silvia, oh, Ja. absolute Herzmenschen und Zeit für sich selbst. Ja, und Jetzt dann kommen die richtigen Menschen auch, ne? und dann kommt deine Veränderung, ne? Genau. Dann kommt deine Veränderung und dann wirst du mutiger und sprichst auch Menschen an. Und dann, wie du schon sagst, kommen auch Menschen auf einen zu und suchen deine Nähe, ne? Das ist, und wollen mit dir Zeit verbringen. Früher war das immer, ja, negativ gelastet. Das muss ich jetzt wirklich mal so sagen. Aber heute kommen Leute und wollen mit mir Zeit verbringen. Und das entwickelt sich. Aber man muss den Mut haben, wirklich zu sagen, ich nutze die Zeit, die ich alleine bin, für mich selbst. Und es gibt für jeden den passenden Weg. Also da bin ich 100% überzeugt. Man muss es nur erkennen und wahrnehmen. Ja, auf jeden Fall. Und auch vielleicht der ein oder andere braucht vielleicht ein bisschen mehr Schmerz, um nochmal erst später dann dadurch zu kommen, ne, an den Punkt zu kommen, Genau. dass man doch Zeit für sich selbst braucht oder erstmal zu wissen, was will ich eigentlich, welche Werte habe ich, ne? Das ist auch so ein Thema, Werte, ne? Das Mmh, spannend, ja. total, total spannend. Also das sind so Dinge, da muss ich immer so ein bisschen schmunzeln, welche Wertigkeit das manche Menschen haben. Und ich bin so stolz darauf, dass ich Werte in Menschen sehen darf, die so viel mehr Reichtum sind wie jedes Designerstück oder so. Weißt du, was ich meine? Also ich liebe das, Werte zu spüren und auch zu leben. Wow. Ja, also toll. Und ich weiß nicht, auch als Friseurin kann man das ja, die Werte eines Menschen, ne, wirst du ja ganz viele sehen Ja. und erkennen. Ja. Und interessant, oder? Dass das, du kannst Ja. ja da dieses Wissen mit so vielen Menschen ja auch teilen, aber auch für dich nutzen, um zu wissen, okay, was braucht der ja denn gerade, ne? Genau. Von mir, nicht nur eben eine schöne Frisur, aber auch vielleicht ein schönes Wort, was dann eben die Werte passt. Ja, wobei, wenn du dich ja erinnerst, es wird ja immer so gesprochen, dass ein Friseur ein guter Therapeut ist und der ist auch recht günstig. Ja. Ne, im Vergleich zum normalen Therapeut, und da muss ich sagen, da habe ich die Reißleine gezogen. Also, ich habe jetzt zum Beispiel für diese Woche geplant, da es ja noch so ein grauer November ist, dass ich an meine Eingangstür schreibe, dass hier eine No-Yammer-Challenge stattfindet für eine Woche. Und jeder, der nicht jammert, bekommt eine Vergütung von 10%. Ja, weil ich muss dir ehrlich sagen, Nadja, mir ist es so wichtig, positive Zeit in meinem Leben zu verbringen. Und vor allen Dingen ist es mir ganz, ganz wichtig, bei jedem Menschen, der mir in meinem Leben begegnet, eine positive Erinnerung zu hinterlassen. Ne? Also ich hatte jetzt letztes Jahr verschiedene Todesfälle, waren insgesamt 12, und ich frage mich Boah. immer, welche Erinnerung hat der Mensch hinterlassen? Und deshalb ist es mir so wichtig, mittlerweile in meinem Salon nur noch positiv zu sprechen und eine gute Erinnerung zu behalten von dem Kunden oder der Kundin. Und vor allen Dingen auch für mich, ne, wenn ich mal gehe, dass die sagen können, es war eine coole Socke. Ja, Gutes ja. Wort und wir haben viel gelacht und
Ja, jetzt steht auch gerade an meinem Friseurladen, Achtung, du bist hier bei deinem Friseur, nicht bei deinem Therapeuten. Also das Schön. ändert nichts, ja, weil Ja. es so viel schöner ist. Und deshalb ja, sind mir Werte sehr wichtig und ich gebe das dann aber auch immer weiter. Also ich sage auch ja zu mir selbst, das ist ja auch so ein Wert. Auf jeden Fall. Genau, und sage ja zu mir selbst. Und wenn es mir zu negativ wird, dann grätsche ich da rein. Ja, aber toll, das ist ja auch mutig, ne? Also Ja, ich genau. finde, weil wir ja gemocht werden wollen und du ja auch als Friseurin gemocht werden willst, du möchtest, dass sie weiterkommen und so weiter und da trotzdem zu sagen, so, aber jetzt reicht mal mit dem mit dem Negativen. Ja, multiple Mimose, ne? Schön gesagt, ja, genau. Nee, das klappt aber nicht. Ganz spannend fand ich jetzt so, ich habe den Spruch mit dem Friseur und Therapeut auch überall am Spiegel und da kamen tatsächlich so ein paar Kunden und das sind auch total liebe Menschen, ne? Also, aber die sagen dann, ich sag heute mal nichts. Und das finde ich immer so cool, weil sie merken ja dann, okay, sie wollen ja eine positive Zeit bei mir, ne? Und das Ja. heißt ja für was Schönes und ja, von daher. Aber ich glaube, das ist ja auch ein schönes Wachrütteln, ne? Also ein Genau. liebevolles Wachrütteln. Also, dass man Genau. dann, wenn man selber darüber nachdenkt und erkennt, oh, ich habe gar nicht so viel Gutes zu sagen, Positives, da sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, ja. Sieht aus. Ja, toll. Also, ich finde, dass diese Lebenszeit, die man ja miteinander teilt. Also, wie du ja schon sagst, dass es so kostbar ist und das ist doch toll, wenn du das sogar beim Friseur kannst. Also, das sollte man eigentlich überall machen. Ja. Und natürlich sollte man dann auch so Stellen haben wie kotz dich aus und ne, Genau. Dampf ablassen, aber dann in Räumlichkeiten oder zu Hause, wie auch immer, da wo es gehalten werden kann, ne? Also Genau. das auf jeden Fall, weil das ist, gibt's ja trotzdem, es soll ja auch da sein, Logisch, ne? Das hat ja auch logisch. Berechtigung. Aber ich finde es total schön und auch für dich selbst, dass du dich so schützt und sagst, okay, heute mal nicht. Oder, ne? Also, oder vielleicht bei mir einfach nicht, ne? Ja, genau. Ja, es ist, wie du sagst, ein Schutz. Das ist auch intensiv geworden nach Corona. Wir haben uns ja, ich glaube, danach, nach dem ersten Lockdown kennengelernt, Nadja. Ja, ich glaube. Ja, dann war Also ja in das der Zeit auf Zeit. jeden Fall. Genau. Und da war das ja so extrem und es tat mir auch so leid, weil wir so viel Energie darauf gegeben haben, unsere Lebensenergie. Und da hatte ich noch nicht so den Trieb. Und jetzt mittlerweile, ich war bei Creator und da bin ich weg und dachte, nee, ich muss da jetzt was verändern. Ich muss das jetzt auch wirklich nach außen kommunizieren, auch in meinen Räumen. Und das hat echt super geklappt. Und dann war ich jetzt bei Dennis Scharnweber. Ja. Und auch da nochmal zu sagen, ja, sag ja zu dir selbst. Und sag nein zu allem, was dich belastet. Und oft sind es ja so Dinge aus dem Umfeld, die uns belasten, ne? Also deshalb umso schöner ist es dann, wenn die rausgehen und lachen und zeigen Zähne. Also wir haben ja jetzt das Glück, dass wir Zähne zeigen dürfen. Ja, keinen Genau, Mundschutz genau. haben. Und wenn die dann da rausgehen und lachen immer noch aus vollem Herzen, das gibt mir so viel innere Zufriedenheit. Das ist so ein geiles Gefühl. Ja, klar. Also, deswegen bin ich Clownin geworden, du. Ja, Also. gut, ich kann es ja mal probieren. Könntest du mich ausbilden als Friseurclown? Ja, klar, geht. Ja, aber Finde ich wenn super, die Idee. du. Ja, ich auch. Ich glaube, da können wir mal näher drauf eingehen. Ja, das sollten wir mal festhalten in einem Genau. Konzept. Nee, aber das ist so das, was mir mittlerweile echt einen Riesenspaß bereitet wieder. Und was halt Ja, auch Mut toll. erfordert, ne? Ja, Also. na klar, aber wir brauchen ja mutige Menschen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich diesen Podcast mache. Einfach um Inspiration für andere zu geben, dass sie mutiger werden. Auch wenn es nur kleine Schritte sind, ne? Und wir sind ja alle auf irgendeine Art und Weise zwar mutig, aber manchmal trauen wir uns ja trotzdem nicht, weil wir denken, oh Gott, was sollen die anderen denken? Und Bingo. umso. Genau, und wenn, aber umso mehr Menschen darüber sprechen, dass man es trotzdem tut, auch obwohl man auch vielleicht Angst hat, was andere denken, aber es trotzdem tut und zu merken, ach, das passiert ja eigentlich gar nicht so Schlimmes. Diese Frage kam tatsächlich oft, ne, weil du das Ja. gerade so erwähnst.
so, wie sind denn die Reaktionen darauf, ne, auf dieses Geschriebene, wo ich dann einfach sage, naja, es gibt Menschen, die sagen gar nichts dazu. Ganz viele gibt es, die lachen total aus dem Herzen und finden es toll. Und dann gibt es halt die Kategorie, die sagt, ich sage heute mal nichts, ne? Aber Ja. ich hinterfrage das gar nicht mehr so oft, was denken andere von mir. Also ganz ehrlich, es kann ja jeder denken, was er möchte. Letztendlich geht es darum, dass ich mir selbst treu bleibe und dass ich zu mir stehe. Und das ist für mich das A und O mittlerweile. Und mit solchen Menschen möchte ich auch wachsen, ne? Also die wirklich zu sich selbst stehen. Und das kennen wir ja seit der Schule. Jeder sagt was über dich und jeder denkt was über dich. Und Ja, war ja schon immer so. Und ist klar. Und nee. du kannst ja nicht ändern, was sie denken, sozusagen. Die denken sie ja selbst, ne? Also Genau. deswegen, das hat mich auch total entspannt. Also dieser, sich frei zu machen davon, was andere denken. Natürlich will ich geliebt werden und ich brauche Anerkennung. Das ist Fakt. Es Ja, ist so, auch okay. erst recht, wenn man auf der Bühne steht. Man will gesehen werden, man will applaudieren, dass das Applaus kommt für dich. Ja. Natürlich, das ist irgendwie du, man möchtest, dass sie sich freuen mit für eine schöne Frisur, weil du ihnen die Haare schön gemacht hast und Ja. ein Lächeln ins Gesicht geschenkt hast. Aber trotzdem ist es viel, viel schöner, wenn wir wissen, okay, auch wenn es da Menschen bei sind, die es nicht gut finden, es trotzdem zu tun, weil man sich selber treu bleibt. Genau, Nadja, genau das ist das Ding. Und das ist so ein Schritt in eine Freiheit. Also diese Blockade, die sich da in dir löst, wenn du dich davon löst, was denken andere über mich? Also ich muss jetzt mal sagen, wenn ich mir deine Storys anschaue, ne, Hut ab, ich finde es ja so talentiert, was du an Gesichtsgrimassen drauf machst. Und ich denke immer, hey, das ist so geil, ich würde mich das jetzt niemals trauen, das ist ein Mutmuskel, den ich trainieren muss, tatsächlich. Und dann gibt es ja die andere Seite, die denkt, ne, um Gottes Willen. Was macht sie denn da? Umso geiler ist es dann zu wissen, du bist total frei und es gibt Menschen, denen gefällt es, wie zum Beispiel mir. Und Ja. es ist ein schönes Gefühl, das ist ein total schönes Gefühl. Ja, voll. Und also dieses Freiheit nochmal dazu eben kurz dazu, neben das Atmen. Also ich atme viel tiefer seitdem. Also ich bin ja auch Asthmatikerin. Also deswegen, für mich ist es immer loslassen und ne, alles, was mit Freiheit zu tun hat, ist ein Muss für mich. Kann ich Und verstehen. das, ja. Das ist ein cooles Muss. Und das sollten auch viele mal annehmen und ausprobieren, ne? In die Freiheit, in die Gedankenfreiheit zu kommen und loszulassen von ja, Negativen und Menschen, die vielleicht zu viel über dich denken. Das Ja, gibt genau, es das würde ich ja jetzt für nämlich. dich denken. Genau, Ich bin ja ja, auch nur. genau, Jeder in ja. sich. Ja, die denken halt für dich und na, das ist halt nicht immer optimal. Nee, das wollte ich nämlich auch fragen, was du glaubst, was man machen kann, um mehr Freiheit zu erlangen. Also, was würdest du mitgeben wollen, wie du den ersten Schritt der Freiheit. Weil es ist, du kannst ja nicht von jetzt auf gleich sagen, ja, mir ist scheißegal, was andere denken. Ja, ist ja Fakt. Nein, den Knopf gibt es nicht. Nee. Nein. Ich habe ihn tatsächlich auch nicht gefunden. Ja, obwohl ich viele Knöpfe als an mir habe. Nee, tatsächlich, ja, ob es da jetzt so einen direkten Weg gibt, kann ich dir gar nicht sagen. In erster Linie, glaube ich, ist es wirklich mal, sich selbst darüber bewusst zu werden, welche Werte habe ich eigentlich. Ja, also welche innere Werte lebe ich und was möchte ich nach außen abgeben und was ist die Reflexion daraus? Und je mehr Menschen du triffst, die dich so annehmen, wie du bist, ja, also dein So-Sein, ohne dass da irgendjemand kommt und denkt für dich und entscheidet für dich, umso mehr kannst du in die Freiheit kommen. Also ich glaube, das ist so ein Impuls, wo ich gelernt habe, dass ich mich von vielem frei mache und löse und mit jedem Lösen auch Ängste. Ne? Nur ein Beispiel, hättest du zu Lauren gesagt, vor 2 Jahren oder 3, fahr mal 400 Kilometer allein im Auto, hätte ich gesagt, never ever. Heute mache ich das, ne? Und ich genieße es. Es ist für mich ein Stück Freiheit. Und
Ja, einfach Werte leben, Werte finden, Werte leben und dann für dich entscheiden. Sag ja zu dir und dann Na, bist du schön, ja. frei. Ja, da ist es wieder romantisch in mir. Dieses, Hol ach, gleich dieses. eine Kerze, ne? Ja, ich habe hier schon Heckherzen an. Guck, guck. Ah, ja, Ah, stimmt, da. das ist ja Also, die das sehen die ja Romantik, nicht. nice. Also, ich habe nämlich Kerzen an hier. Nice. Ja, ich mache es mir nämlich auch romantisch. Sagt ja zu mir. Ja. Ja, mir. Wenn ich das schön finde, mache ich das. Hast du vollkommen recht. Ich habe es nicht romantisch. Wobei ich habe einen direkten Blick in den Wald, also ist auch romantisch. Oh, Wenn es jetzt noch ja. schneien würde, wäre es eine Oh, dann. Winterromantik. Ja, aber ich finde, das gehört ja dazu, um eben für sich was Schönes zu Ja, tun. ja. Dinge zu erkennen, Werte zu erkennen, okay, was möchte ich für mich? Also, was gefällt mir, was andere, nur weil ich jetzt sage, so, Kerzen sind total toll, können es ja andere total blöd finden, aber dann auch selber zu entscheiden, okay, nee, ich brauche keinen, ich möchte einen Totenkopf da stehen haben, also so. Wenn man das Sollen wir mal empfindet. kurz zu meinem Sohn ins Zimmer gehen? Ah, ist er so ein Gothic? Nee, eigentlich nicht, aber Nee. er mag Totenköpfe, ne? Also. Ja, guck, siehste. Ja. Ja. Und es ist Ja. ja auch, warum nicht, ne? Auch Aber eine dann. Romantik. Auf jeden Fall. Ja, und wenn man das aber erkannt hat für sich, dass man sagt, okay, das und das möchte ich in meinem Leben haben, dann ist es doch toll. Und eben, wie auch wir schon erwähnt haben, diese Menschen ziehen wir ja dann auch an. Ja. Das auch zu erkennen, ne? Das ist so schön, dass wir auf einmal Menschen ins Leben ziehen, die dann ähnlich schwingen. Bingo. Bin ich voll bei dir. Und das ist das Spannende daran, ne? Was da draus passiert und resultiert. Und da habe ich jetzt gerade eine Geschichte. Ich war ja bei Dennis Schanweber und da waren ja, ich glaube, 200, 250 Menschen. Und als wir sonntags kurz vor der Abfahrt draußen standen und noch mit dem einen oder anderen gesprochen haben, weil es halt wirklich ein tolles Seminar war, da kam eine Frau und ich kann dir sagen, die hatte Locken, mehr weiß ich nicht mehr, ne? Die kam auf mich zu, so voller Euphorie und ich wollte dich gestern schon umarmen, hat mich umarmt und gedrückt und ich stand da und war total irritiert, ja. Und ich Ja, dachte, ja, ich habe dich gestern doch gar nicht gesehen, aber wow. die Ja. hat mich wahrgenommen. Und das ist auch wieder so ein spannendes Thema. Ne, was ziehst Ja. du an? Sie hat mich voll und ganz wahrgenommen und kam dann nochmal zu mir. Ich weiß leider nicht ihren Namen, vielleicht hört sie ja Ja, zu. genau. Hat ihn nicht umarmt und sich so gefreut. Und das sind so Geschichten, die entstehen wirklich nur, wenn du auf einer Schwingung bist und wenn du so in deinem Flow drin bist, die Werte lebst, ne, loslässt, Entscheidungen zu dir selbst ja sagst. Und das ist Wahnsinn, welche Menschen und vor allen Dingen welche Energie da auf einmal kommt. Ne? Also, es ist unglaublich. Wunderschön. Und ja, ehrlich, also ich finde das nämlich auch so toll. Und auch wenn du nicht weißt, zum Beispiel, das finde ich jetzt, das erinnert mich daran, dass manchmal ja auch dieser Gedanke kommt, ja, aber wo treffe ich denn Menschen, ne? Wenn man eh immer in seinem Umfeld ist und die sind eigentlich nie kacke oder so, oder zumindest nicht so toll, wie du da eigentlich sein möchtest, dass man ja dann auf so ein Seminar geht, ne? Und dann zack. Findest du Ja. Menschen und auch da zu merken, okay, mal mutig zu sein und zu sagen, okay, hallo, wer bist denn du? Wenn jetzt keiner sofort kommt, ne, dass man sagt, okay, komm, lass uns doch mal connecten. Und Wobei das dann, geht ja doch ganz schnell, ne? Also ja, weil man ja im gleichen Grund sind da schon ist. eher die Blicke, ne? Das sind ja schon Genau. die Blicke. Und vor allen Dingen, und das ist auch immer das Interessante bei mir im Network. Das hatten wir jetzt gerade am Samstag, hatten wir eine Business Akademie. Ich hatte eine neue Teampartnerin dabei. Das ist so eine ganz, ganz tolle. Die ist so ein bisschen wie du, die hat voll die Energie und ist so ein kleiner Wirbelwind, ne? Also hättest du einen Tornado, würde er Sabine heißen. Cool. Aber ein total toller Mensch. Und da war das auch so, du kommst dahin, 2300 Menschen und jeder lächelt. Ja, geh mal einkaufen. 100 Menschen im Aldi, wie viel lächeln? Ja, drei, Ja, und so weil ich ist sie immer es anlächle. Hallo. Ich auch. strahle immer, ich gucke alle immer besonders gern in die Augen und es Ja, grinse. und da ist ja schon das Grinsen. Ich meine, es ist schön zu sehen Ja. beim Einkaufen, wer grinst zurück, wer nimmt es an, wer Ja. erwidert es, ja. Selbst wenn du jetzt gar nicht geschminkt bist oder irgendwie, ne, wie Der Gammellook, wie ich jetzt ja. gerade. Ich bin gerade im Ich wollte jetzt Gammellook. eigentlich
Outlook sagen. Das ist doch viel besser. Ja, das stimmt, das Das ist stimmt. kein Gammel-Look, das ist ein Nein. Schlau-Look. Ja, stimmt. Ich stammel nicht. Ich Nee. schille. Wenn er das jetzt doch mal eine Duftkerze braucht. Gut, dass wir getrennt sind. Durch den Laptop. Nee, aber das ist so ein Ding, dieses Lächeln, dieses ehrliche und offene, authentische Lächeln, ja, das, Ja. dann hast du sofort einen Kontakt, ne? Also auch auf dem Seminar und war ja auch bei uns so. Wir haben sie eigentlich auch auf dem Ja. Seminar getroffen und dann Ja. kam ein Lächeln und eine Story und ein gemeinsamer Abend, ein gemeinsames Abendessen Ja. und irgendwie hat es dann doch gepasst, ne? Ja, total. Ja. Und dann float es so in den Gesprächen und dann fühlt man sich so verbunden. Und das finde ich so schön und so wertvoll auch. Deswegen mache ich auch gerne auch Podcasts, weil ich diese Deep Talks zu haben, ne? Und dann einfach mal tiefer zu gehen und zu gucken, was denkt der andere über die gewissen Werte vielleicht und so weiter. Und ich glaube, auch das passiert halt, wenn du dich traust, mal andere Menschen auf die zuzugehen, die dich anlächeln. Ja, definitiv, Genau. definitiv, Nadja. Ja. Das ist schon so viel wert und das ist eigentlich das günstigste, beziehungsweise was heißt günstigste, das beste Geschenk, was man einem anderen Menschen machen kann, ne? Einfach mal ein Lächeln. Egal wer der ist oder egal wo der herkommt, egal wie der aussieht, ob Chill Outlook oder jetzt, ne, Business, keine Ahnung, aber dieses Lächeln, das wird so oft vergessen und je grauer das es draußen wird, umso mehr wird es vergessen. Also ich finde es immer ganz toll, wenn man einkaufen geht und einfach nur lächelt. Und schon allein die Kassierer sind ja dann ultra dankbar, ne? Also die Ja, voll. haben ja. Und wenn du dann noch ein nettes Wort hast, ne, also irgendwie ein Kompliment machst aus dem Herzen, also es sollte nichts Plattes sein. Das habe ich nämlich auch, mache ich auch, wenn mir was auffällt oder irgendwie, spreche ich das natürlich gerne an. Und dann Ja. immer so, hoch, das hat noch niemand gesagt oder so, ne? Und das ist echt schön. Und weil ich glaube auch, also das ist so einer meiner Sachen, die ich mir sehr in den Kopf gehämmert habe, ist, ich möchte, also behandle so Menschen, wie du selbst behandelt werden willst. Und ich liebe es, wenn Menschen mich anlächeln, also lächle ich einfach von vornherein Ja. und spreche liebevoll mit denen und ne, ohne Ja. Bewertung, so gut es Ja. geht. Und weil ich einfach auch so behandelt werden möchte, ne? Genau. Wir wollen ja Ja. irgendwo hin und dann, da habe ich wieder das Beispiel. Das ist so krass, weil ich war 2014, 2016 mit 1200 Friseuren auf der AIDA. Und wenn du unter 1200 Friseuren bist oder auf eine Friseurmesse gehst, du hast es ja gerade gesagt mit diesem Bewerten, ne? Und dann kommen so diese Blicke, wo die Augenlider, ne? Also die Augen gehen nach unten und wieder nach oben und dann wieder nach unten und es kommt kein Lächeln. Das ist jetzt das Spannende wiederum bei dem Business. Da hast du immer ein Lächeln, da kommt nicht das nach oben und nach unten, sondern Press in die Augen und ein Lächeln. So geil. Ja. Leider auch gleich den Flow und die Energie da voll durchzustarten und mitzumachen bei allem, was passiert. Genau. Ja. Ja, aber ich glaube, ich weiß nicht, was glaubst du, woran liegt es, dass Menschen, das ist, ja, kommt es aus der Schulzeit? Ist es so? Könnte das sein? Wenn du so direkt fragst, ja. Also ich glaube, es fängt schon bei manchen im Kindergarten an. Ja, stimmt. Es könnte Also da auch schon beginnen. Bei mir war es jetzt theoretisch nicht im Kindergarten, bei mir war es dann eher so Grundschule und weiterführende Schule, noch mal eine Spur extremer. Nichtsdestotrotz bin ich für jede Erfahrung dankbar. Da sind wir. ich muss gerade mal husten, sorry. Nicht schlimm. Ja, aber ich denke, da beginnt es. Also das fällt mir auch immer auf. Ich hatte jetzt gerade vor kurzem ein Kind als Kunde und dann habe ich zur Mama gesagt, tu mir bitte einen Gefallen und achte darauf, dass dieses Kind das Leuchten in den Augen niemals verliert. Weil ich finde, gerade so in der Schule, Kindergarten geht es noch, aber in der Schule fängt an, die Augen von einem Kind oft trüber zu werden. Weißt du? Sie Auf jeden werden so Fall. geformt und teilweise in eine Schublade gedrückt. Und
Dann kommen Vergleiche, dann kommen Bewertungen, ne? Ob das die Noten sind oder durch Mitschüler oder egal durch was. Und das finde ich, in diesem System müsste man viel, viel mehr arbeiten, auch an Schulen schon, auch an Grundschulen schon, dass jedes Kind ein Individuum ist und jedes Kind ein Leuchten in den Augen verdient hat. Ja, egal aus welcher Schicht, dass es kommt. Und ja, das wäre so ein Wunsch von mir, dass einfach Kinder ihr Leuchten in den Augen nicht verlieren. Ach Weil ja. das erlebe ich leider sehr oft. Ich hab einen Kunde, der ist jetzt 25, den habe ich das erste Mal geschnitten, da war er 3. Und der hat Wow. früher so richtig große Teddybäraugen und ein Lächeln. Ne? Ich meine, der lacht heute immer noch. Ich kenne ihn ja schon Jahre. Aber wenn ich dann so manche Kinder verfolge über die Jahre, wie schnell das dieses Leuchten aus ist, egal durch jetzt was, aber ich denke hauptsächlich die Schule. Ja, das wird so ein Wunsch, dass sich da auch im Schulsystem ein bisschen was ändert und mehr auf Persönlichkeitsentwicklung eingegangen Auf jeden wird. Und Fall. dass Ja. dieser Mensch einfach individuell ist, ne? Und nicht nur nach Schema F, ein roter Stift und sozusagen, hey, das hast du klasse gemacht. Und Genau so ist es. Und dann immer nur, weil wir uns dann ja gemerkt haben, dass Rote immer nur, ne, angestrichen wird. Und rot und das ist negativ, halt, ne? genau, So. das wird gespeichert im Erwachsenen dann auch, ne? Ja. Ja, also da bin ich total bei dir zu 100%. Das ist einer der Gründe, warum mein Kind ja auf einer Waldorfschule geht, weil es da ein bisschen mehr Leuchten noch ist. Gut, sehr gut. Die hat ja damals schon geleuchtet, als wir das Ja. erste Mal gesehen haben. Da habe ich doch noch was zu dir gesagt, weil sie so lebendig und so voller Ja. Freude ist. Hat mich so fasziniert. Und ich finde einfach die Energie, die so ein Kind dann ausstrahlt, ne? Also wenn du die dann aufnimmst, wenn du mittlerweile die Gabe hast oder auch die, wie sagt man das? Jetzt fällt mir gerade das Wort nicht ein. Ja, wenn du einfach spürst, was da übertragen wird von so einem Ja, Kind und ja. das dann mal wieder auf dich überträgst, ne? Das Ja. sind Energien, als die haben wir ja irgendwann mal auf der Strecke gelassen. Ja. Dann kommen, das ist ja wie ein Feuerwerk. Und ich fand die Kleine damals auf dem Grillfest so fantastisch. Also, halt Ja, ein das ist sie Leuchten immer in den noch, Augen. Gott sei Du Dank. hast ja auch ein Leuchten in den Augen. Das Ja, spielt. aber ich musste es ja auch erstmal wiederfinden, ne? Aber das Ja. ist, finde ich, auch sehr beruhigend, dass man, also auch wenn man das Glitzern erlischt sozusagen, kann man es wieder entfachen. Ja. Auf jeden Fall, ja, und auf jeden Fall bin ich bei dir, wenn wir den Kindern den Raum geben und ein bisschen davon mitnehmen, dann ist alles gut. So sieht's aus, Nadja. So sieht's aus. Und mich würde natürlich interessieren, wenn jetzt Menschen dich hören und denken, wow, ich kann vielleicht jetzt nicht in deinen Friseursalon kommen, weil zu weit weg, kann man ja trotzdem mit dir arbeiten. Ja, kann man Genau, trotzdem mit mir arbeiten. in dein Team kommen. Und wenn Den kann man derjenige, auch, ja. ja, also interessant, also das total interessant findet, was du tust, wie kann man dich denn da am besten erreichen? Also, soll ich jetzt meine Handynummer Nein, öffentlich? nein, 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 nein. Wenn du sagst über Handy, dann, ne, Nee, nee, also, nee, also. dann würde ich das jetzt auch in die Shownotes schreibe ich natürlich was. Aber wenn du sagst, okay, ey, am besten geht ihr auf meine Webseite oder Instagram oder was auch immer. Ich habe eine Instagram-Seite. Ja. Ich muss jetzt gerade mal gucken, weil ich. Nee, ich kann das auch reinschreiben, ne? Ah, Also musst du okay. jetzt nicht Aber wir haben uns sagen. ja bei Insta. Genau. Genau. Da kann man mich gern kontaktieren und ja, dann kann man mit mir auf eine Reise gehen. Ich kann das nicht erklären. Ich hatte jetzt gerade vorher noch einen Call mit meiner lieben Heike und Ja. ja, auf eine sehr energiereiche Reise ins Positive. Voller Flow und gutem Gefühl und ja, mit einem richtig geilen Nee, aber halt einfach mit einem gesunden Körper. Ja, also Ja. ich meine, wir haben uns ja damals unterhalten. Ich glaube, du hast ja auch meine Story mitbekommen bei dem damaligen Network und mir ging es ja echt nicht gut. Ne? Und wenn du dann halt mal auch dein Vertrauen in die Ärzte verlierst durch einen Fehler von einem Arzt und halt wirklich 3 Not-OPs hast und dein Kind vor deinem Bett steht und sagt deinem Mann,
Frenchie, lass uns bitte fahren, bevor die Mami stirbt. Oh Gott. Dann überlegst du irgendwann, wie sollen das weitergehen? Und nach dem Ganzen ging es mir halt immer noch nicht gut, ne? Und du hast aber irgendwann medizinisch keine Möglichkeit mehr, da irgendwie, da musst du halt mit gesunden Produkten arbeiten. Ich habe Gott sei Dank diese tolle, tolle Firma kennengelernt und diese tollen Menschen. Und ich würde mich über jeden Mensch freuen, der wirklich Bock hat, eine Reise zu einem neuen Ich und zu einem neuen Körpergefühl, zum Leben voller Energie, wo du dann manchmal überlegst, wo hörst du denn jetzt auf? Du müsstest ja eigentlich ins Bett und willst noch gar nicht. Ja, Du hast toll. vorhin gesagt, du liegst schon um 20 Uhr im Bett, ne? Nee, eigentlich Bist nicht, du aber dein mein Inneres Dein da auf jeden Inneres, Fall. genau. Nee, also da würde ich mich echt freuen, wenn da jemand kommt, wenn da ein Interesse besteht und dann bekommen die alles genauestens erklärt und vor allen Dingen kommen sie in ein Umfeld, da sprüht einfach nur Liebe und Energie. Also wir lieben Menschen. Das ist so ein Satz, den sagt Heike immer, und ich kann sie da durchaus verstehen. Ich liebe mittlerweile auch Menschen, die wirklich Bock haben, was zu verändern. Und wir wissen ja alle, wie es gerade draußen aussieht, ne? Inflation, Ist etc. es. pp. Und ich denke, ohne Plan B, wir kennen es auch von Tobi, ohne Plan B wirst du da auf lang oder kurz vielleicht den Kürzeren ziehen. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Ja, Also einfach auf jeden Fall. kontaktieren und gucken, ob die Reise und die Reisebegleitung für dich passt. Und dann freue ich mich da natürlich, jeden mit auf den Weg zu nehmen. Ja. Ja, auch schön. Mega cool. Auch eingeladen. Ja, klar. Ja, genau. Was mich natürlich noch interessiert, ist, wenn du jetzt, weil das frage ich auch immer gerne mal, hast du für dich auch ein Mantra oder so, für dich ein Leitspruch, den du sehr präsent hast, der dich aufbaut oder mutiger macht? Im Prinzip gibt es nur einen Satz und der ist nach wie vor von Lars Ament. Aufgeben ist keine Option. Weil das Wort aufgeben war ganz oft in meinem alten Ich, ne, immer wieder da. Und nee, aufgeben ist keine Option. Und vor allen Dingen jeden Tag so zu leben, als wäre es ein Museumstag. Ne? Also es ist ja auch immer so, dass wir die Kleinigkeiten am Tag oft gar nicht wahrnehmen und sehen. Und das alles mitzunehmen, weil ich habe es ja vorhin gesagt, wir wissen nie, wann der letzte Tag ist und wir wissen nie, was wir hinterlassen. Aber du kannst deinem Kind vererben, was du möchtest, solange du keine positive Erinnerung. Das ist mein Mantra. Ich möchte gehen und jeder soll sich mega gefreut haben, dass er mit mir in Kontakt war oder dass er mich kannte. Und Schön. möchte nicht, dass da dann irgendwann mal kommt, ja, die war ja so und so, sondern wirklich, dass jeder mich mit einem Lächeln verabschiedet. Ja, also das sollte man sich wirklich jeden Tag bewusst machen, dass egal wem man begegnet, also auch einer Kassiererin, wie wir gesagt haben, das Lächeln, mit dem Lächeln gehen. Ne? Egal wie anstrengend oder blöd das manchmal Situationen sind, wenn wir drüber lachen und dann ist es schon das Beste, was wir tun können und zurücklassen können. Oh ja, Dann da kommt ja Pipi in meine gibt Augen, Mann. es Tempo. Dankeschön. Gerne. Nee, also das ging durch und durch, weil so ist es. Also das ist so schön, weil genau das bleibt, die Erinnerung. Das ist das Letzte, was wir von einer Ja. Person haben. Und ich bin für jeden Menschen, auch negative Erinnerungen, bin ich ja dankbar, weil ich bin ja damit Ja, gewachsen, ja. genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel unseren besten Freund nehme, der war 28, es war ein Mensch, der war so selbstlos. Also er hat immer gegeben, gegeben, gegeben. Und ich vergesse nie seine Todesanzeige. Also es ist vielleicht jetzt ein makabres Thema, aber die Todesanzeige stand drin, keiner soll in Schwarz kommen, ja. Also, Ja, den Bund. Und schön. er hat so eine Erinnerung hinterlassen, wo ich sage, er konnte gehen, ich konnte mit gutem Gefühl ihn loslassen. Weißt du? Und das ist, da kommt Molly. Oh, die Süße. Ja. Die Tür ging aus Geisterhand wieder offen. Ja, genau. Da Nee, aber kommt der Hund. einfach mal zu überdenken, was wollen wir denn hinterlassen? Und vor allen Dingen auch Kindern mitzugeben, ne? Immer positiv, egal.
Wer dich versucht zu formen, geht einen Weg, bleib dir treu, sag ja zu dir selbst, steh zu dir und lass dich nicht in der Ecke drücken oder bewerten. Yes! Yes! Ich danke dir! Das ist so schön. Danke, danke. Danke dir. Ja, das war so wundervoll, diese Zeit, die Lebenszeit, die wir jetzt gerade verbracht haben. Das war wirklich eine tolle Erinnerung. Vor allen Dingen mein erstes Mal mit dir, ne? Ich durfte wieder entjungfern. So sage ich immer so schön. Also ich finde es sehr cool, dass ich die Erste sein darf, die dich interviewt. Also es war toll, du hast es großartig gemacht. Man hat nicht gemerkt, dass du nervös warst. Du kannst einem echt gut abholen. Also ich danke dir für diese tolle Erfahrung, Nadja. Es war echt mega, mega schön. Sehr gerne. Und jetzt bin ich entjungfert. Das hört sich so an, aber es ist ja irgendwie... So, jetzt ist es auch durch. Abgehakt. Du. Nee, aber es war echt eine tolle Erfahrung. Aber vor allen Dingen fand ich jetzt am schönsten, auch wenn wir kilometerweit auseinander sind, dass wir trotzdem diese Nähe hatten und diese Romantik und diesen Zauber und diesen Flow. Ja, auf jeden Fall. Schön. Ich danke dir dafür. Ja, ich danke dir. Also es ist eine pure Verbundenheit jetzt mit Absolut. Dir zusammen. Obwohl Absolut. Wir so getrennt sind, körperlich. Ja, genau, das kommt noch. Ja, also ich danke demjenigen auch, der da jetzt zuhört, weil auch du hast ja die Lebenszeit mit uns verbracht. Dann nimm Mut an die Hand und geh ins Leben. Bis bald, deine Nadja. Folge gehört hast. Die Welt braucht noch mehr mutige Menschen. Deshalb würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du diese Folge mit deinen Liebsten teilst, mir ein Abo dalässt oder ein Like und erzähle von Mut an der Hand.